Behold my stuff. Im heutigen Türchen stelle ich euch 10 Mods vor, von denen ich fest überzeugt bin, dass einfach jeder sie haben sollte. Galvanisierte und Prime-Mods habe ich bewusst aus dieser Liste gelassen, damit auch Einsteiger sowie etwas Fortgeschrittene was davon haben. Das Ganze ist auch keine Ranking-Liste, sondern eben einfach Mods, die ich häufig verbaut habe. Fluss. Steigert euren Energiepool des Frames, ihr könnt also deutlich öfters Fähigkeiten eures Frames rausballern. Zustandsüberladung. Gewährt euren Nahkampfwaffen prozentual mehr Schaden, umso mehr Statuseffekte auf dem Ziel liegen. Für mich aus dem Nahkampfbereich eigentlich nicht mehr wegzudenken, wirklich einfach nur der Hammer. Und bleiben wir gerade beim Nahkampf, Blutrausch. Sorgt bei Nahkampfwaffen dafür, dass diese je nach eurem Kombozähler erhöhte Crit-Chance erhalten. Genauso bringt man Waffen in den Red-Grid-Bereich. Adaptation und rollender Schutz. Tank und Oh-Shit-Button-Mods. Der eine gibt euch bis zu 90% Schadensresistenzen gegen Statuseffekte, der andere lässt euch für kurze Zeit unverwundbar und immun gegen Statuseffekte werden. Hier kommt es bei mir immer ganz auf den Warframe an. Die Augur-Set-Mods. Stärke, mehr Schaden, erhöhte Schilde als auch verbesserte Reichweite. Plus den Set-Mod, der uns pro genutzter Fähigkeit Schilde generiert. Die schattenhaften Mods. Mehr Leben, erhöhter Schaden, als auch verbesserte Rüstung. Haben wir alle drei verbaut, werden die Boni der einzelnen Mods natürlich stärker. Flüchtige Stärke. Diesen Mod habe ich tatsächlich bei verdammt vielen Frames verbaut. Mehr Stärke, dafür aber weniger Dauer? Och, geht schon klar. Mehr Bums ist eben mehr Bums, ist natürlich aber auch wieder frameabhängig. Die Mods des Jägersets. Mit Mods, die uns Energie wiederherstellen und uns zusätzlich Schnittschaden gewähren, ist eigentlich schon alles gesagt. Um den Set-Bonus freuen sich definitiv eure Begleiter. Die Gladiator-Set-Mods. Wenn man mal so eine Liste macht, fällt einem wirklich erst auf, wie viel Set-Mods man eigentlich benutzt. Also ich hatte gerade eben so beim Skripten den What-the-fuck-Moment gehabt. Erhöhter Crit-Schaden, mehr Rüstung als auch verbesserte Kombodauer. Der Bonus bietet uns verbesserte Crit-Chance je nach Kombozähler, ähnlich wie Blutrausch. Die Umbra-Nahkampf-Mods. Gerade im neuen Krieg, glaube ich, sind sie wichtiger denn je. Spoiler an dieser Stelle, ich habe die Quest noch nicht gespielt, also pscht. Mehr Bums, mehr Crit und mehr muss ich, glaube ich, nicht dazu sagen. Mit diesem Mod, so finde ich, kann man schon einiges an Frames und Bewaffnung zusammenbasteln. Was sagt ihr? Welche Mods sollten in dieser Liste noch ergänzt werden? Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zuschauen, wünsche gute Drops und bis morgen in Tür 18.